Und da geht natürlich auch das Sprint-Scaffold auch. Wäre ja schade, wenn es nur auf einem Lieblings-Intel-Server gehen würde. Ein Server, Ja, Intel-Minigame. ich fahr die Geht Bitches natürlich rum, auf jedem. als wär ich ein Oberbruder, ja, ich gehe dumm. Ich finde ihn wenig zu meinem Crew, deshalb bin ich allein. Auf den Streets, meine Pants und ich von Kevin Klein. Fünf Kontakte in mein Handy drin. Polizei, die will mich tracken, wechseln meine Sims. Smoke a good gas, Bruder, und nicht deine Mits. Ja, nur OCB, fehlt mein dein Gesicht. Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute mit Eject auf Gnome HD. Beziehungsweise mal wieder mit Eject, weil ich wusste schon, dass das irgendwann mal wiederkommt. Und ja, ich habe ja letztes mit Eject of QSG gespielt und jetzt ist es mal wieder mit neuen, komplett neuen Recode. Also es ist nicht wieder, aber es ist mindestens mit Eject mit dem Namen. Ich habe Legend Flex, nicht wundern, ich habe das schon den ganzen Tag. Das ist ein super Anti-Cheat wirklich, also ihr werdet sehen, was hier alles so funktioniert und ja. Schon sehr gut. Dafür gibt es aber Legend Flex und so. Ja. Bauen wir uns mal rüber. Ich hoffe, ich time nichts dazwischen. Ich könnte meine BÜ auf Discord mal beenden. Vielleicht habe ich dann bessere Ping. Ja. Nee, ich bin komplett weggeblackt. Super. Das freut mich. So. Ja, da war, by the way, das None nach dem Respawn. Das war der Fix für den Long Jump. Haben sie aber natürlich jetzt umgeändert, das ganze System. Die haben irgendwie nicht mehr das Zurückmachen geedit. Natürlich logischerweise. Weil, hat ja nicht funktioniert. Wäre dann natürlich lustig gewesen, würde man mit Eject dann noch ein bisschen longjumpen, aber ist jetzt auch egal. Gibt's halt nicht mehr. Haben wir zerstört. Okay. Das sollte Yannick am besten patchen. Das ist ein bisschen nervig. Okay, wir bauen uns hoch. Wir hinterfragen es aber nicht. Ah, die haben Holz, das ist nicht so geil. Ah, es ist sehr kacke gemacht, also ich sag's wie es ist. Jetzt haben die nicht mal irgendwas Einzigartiges. Die hatten ja mindestens damit was Einzigartiges. Ach, ich darf auch nicht choppen, das ist so kacke, das Anti. Ich fasse es nicht. Also hier kursieren sehr viele Legend Flags. Ich habe auch einen sehr hohen Ping eigentlich. Na, obwohl jetzt geht er wieder. Ich hatte vorhin einen schlechteren Ping. Ich hatte vorhin 300 oder so. Da habe ich irgendwie Flags gesammelt und seitdem Legend Flag ich komplett hintereinander. Das ist sehr super. So, wir brauchen noch eine Axt. Hier. Zwei Eisen brauchen wir. Ja, okay. Dann. So. Super, dass mein Bronze wegwirft. Okay. Also das ist halt das Einzige, was vielleicht noch gefixt werden sollte. Dass er so nach unten geworfen wird, wenn man die Taste drückt. Ist schon ein bisschen nervig. Aber sonst passt das eigentlich vom Ding her. Wow, ich dachte, ich schaffe den Sprung nicht. Blau hat immer noch ein Bett. What the fuck? Nee, generell, wenn man springt, boostet er so nach oben vorne. Junge. Der hittet mich auch einfach nicht. Oh, Junge. Wie geil. Hä? What the fuck? Was ist mit Gommel los? Das einzig Nervige ist halt wirklich, dass die hereinschwitzen. Das macht voll Spaß.
Die hitten dich einfach nicht. Ne, da bin ich wieder getimed, super. Ja, das ist halt das einzige Problem, was man hier hat. Wenn man mal Ping-Probleme hat, dann ist man komplett gefickt irgendwie. Aber sonst geht das an sich eigentlich sehr spaßig ab. Deswegen haben wir noch die Rüstung? Natürlich haben wir die Rüstung. Wir haben halt unser gutes Schwert nicht mehr. Was mich ein bisschen traurig macht, aber müssen wir halt mit leben. So, dann scaffen wir uns mal rüber. Das sollte reichen. So, ich retogge ausreichend immer Kill, aber ich kann sein, dass es nicht so gut ist. Mir wurde gesagt, man soll das nicht immer so retoggen. Oh, scheiße. Das war schlecht gespielt von mir. Also, das hätte ich ein bisschen besser machen können. Ja, gut, ein bisschen Gehirn braucht man doch anscheinend. Aber ist jetzt auch egal. Wir holen uns einfach Blöcke. 5 Eisen brauchen wir noch. Ja, irgendwie, keine Ahnung, also das Ding ist irgendwie komme, weil lässt Sachen bypassen wie Sprint Scaffold und so weiter, aber dann ist es wiederum die Legends, die wieder so viele Legends abfuckt. Was ich einfach nicht verstehen kann, warum dann so eine Scheiße noch trotzdem durchgeht, wenn man schon so einschränkt. So. Ich will meine Axt nicht verlieren. Nein, okay. Junge. Okay, ich check schon, was der eins machen möchte. Aber ich möchte das echt schon nicht so machen. Jetzt muss ich gleich umstellen. Jemand sieht mich zum Bett-Teleport laufen. Wir sollten uns beeilen. Na gut. Was soll man sagen, ne? Ah, unser Bett ist auch weg. Dafür ist Rot. Rot hat noch ihr Bett. Das ist nicht gut. Oh, Junge. Ja. Arschlecken. Was ist das? Junge! Dieser Feuerball-Gaming, Digga. Was ist das? Ja, okay. Sorry. Wir sehen uns in der nächsten Runde. So, da sind wir in der nächsten Runde, wo es nicht so autistisch ist, weil wir einfach alleine sind. Sogar eine sehr alte Map. Die kenne ich noch von damals. Wir haben ein kleines Problem, mir ist gerade eingefallen, man darf ja nicht diagonal scavenge. Ich glaube, ich habe vorhin die ganze diagonal gescavenge, deswegen habe ich auch gleich ein paar Flex bekommen. Aber naja, egal. Ist jetzt so. Ne, ich krieg auch so. Einfach auch Inventory Flex, super. Scheint echt ein gutes Anti-Shield zu sein. Danke. Wir machen kurz was anders. Achso, das ist bei mir das Click-Dry. Das ist sehr nobel. Hat eigentlich auch Sounds. Ah, hat es nicht? Ach, hier nur, okay. Da habe ich kurz getrashtalkt. Oh, ja. Oh mein Gott. Das hätte mir fast verloren. Okay, nice. Das ist bei der Time gewesen. Hier ist ein Bett. Okay, ja, gut. Dann respawnen wir halt und haben God Mode. Ist auch egal. Ja, gut. Hat er gut Hits gegeben. Ja, da hat er auch fast eine Chance gehabt. Ja.
Okay. Okay, ja. Generell darf ich irgendwie gerade nicht wirklich springen. Oh mein Gott. Scheiße. Junge. By the way, ignoriert bitte die Discord-Sounds. Ja. So, dann holen wir uns ein bisschen mehr Stuff. Die Discord-Sounds nerven schon ein bisschen. Wäre schon cool, wenn nicht jeder auf einmal raus und rein joinen würde. Wir müssen halt nochmal zurück, nicht dass unser Bett abgebaut wird. Ach, ist es schon! Oh. Na gut, dann müssen wir jetzt aufpassen, ne? Da habe ich einmal nicht aufgepasst. Na gut. Ist jetzt blöd gelaufen. Wir gehen in die nächste Runde. So, da sind wir jetzt auch im Classic Bed Wars, was meiner Meinung nach auch besser ist. Aber naja, Gomme ist ja anderer Meinung. Und hält auch irgendwie den Mode gefühlt versteckt. Aber wir lassen uns nicht lumpen, würde ich sagen. Das Einzige, was nervig ist, halt das mit dem Collecten, aber wir haben irgendwie gerade das Glück, dass er nichts bekommt. Außer die haben es geupdatet, das wäre geil. Dann haben wir eigentlich den perfekten Modus, aber naja, Gomme ist anderer Meinung. Muss halt wohl stimmen. Und da geht natürlich auch der Sprint Scaffold auch. Wäre ja schade, wenn es nur auf einem Lieblings-Intave-Server gehen würde. Ein Intave-Server, Intave-Minigame. Geht natürlich auf jedem. Und das nächste Mal mache ich auch auf Skywars. Mit dem God-Mod. Aber ja, wir machen erstmal hier, würde ich sagen. Holen wir uns die Mitte. Die ist uns ja auch schon fast sicher. Wir müssen noch eigentlich zum Bett, aber ich weiß gerade nicht, wo es ist. Bin ich ehrlich. Ja, keine Ahnung. Ich glaube da oben, oder? Man kann sich Wolle kaufen, voll vergessen. Naja, egal. So. Ja, das sind by the way die geilen Scaffold-Checks anscheinend. Flaggen nicht zurück. Sind High Q. Aber naja. Kann man sich Wolle kaufen? Hä? Oder bin ich dumm? Gott, man konnte sich doch damals Wolle kaufen, oder? Junge. Und jetzt? Was willst du machen? Möchtest du jetzt Tower mit mir spielen hier? Tower Defense? Junge. Komm mal her. Komm her. Ja. Ja, ich sehe dich trotzdem noch. Ja. Okay. Okay. Ja. Weiß nicht, was seine Taktik ist. Will ich mal sneaken? Vielleicht kommt er ja dann runter, weil er vergessen hat, dass ich da bin. Der kommt jetzt nicht wirklich runter, oder? Freundlichen Grüßen. Wenn er runterkommt, ist schon dumm. Ja, ich bin nicht mehr der Jüngste, doch ich weiß, dass ich es schaffen werde. Ich bin nicht alleine, nein, weil ich als Letzter lachen werde. Nehme Opiate, weiß nicht, ob ich heute kacken werde. Sehe blaue Lichter hinter mir und ich mach die Fliege. Mit einer Freundin im Hotelzimmer, wir machen Liebe. Ich trage Waffen, doch das heißt nicht, dass ich Waffen liebe. Shit. Wenn er pillen will, dann brauch ich es nicht abzuholen. Doch will er auch, dann muss ich fliegen.
Wir sind im Band und keine Heizung, sie fängt an zu frieren. Ich wärme sie auf, nach dem Sex kann ich sie auch massieren. Junge, so dummer Autist. Ist er endlich gestorben? Mein Tibet ist einfach gelieft, super. Ich bin auf mich selber gestellt und da ist Jüna und auf dem Discord-Call drin. Bisschen nervig, dass der das rauswirft. Bin ich ehrlich. Müssen wir mal fixen vielleicht. So. Ich werde, by the way, jetzt nochmal öfters mit CL-Clients wieder Videos machen. Haben ja alle wieder Updates bekommen, von daher ist wieder viel zu zeigen. Scheiße. Ja, das war sehr super gespielt von mir. Muss ich sagen, war 1A Leistung. Dann müssen wir uns wieder ein neues Equip holen. Das ist immer noch irgendwie das Beste. Ja, dann macht mir irgendwie weniger Schaden. Schade. Würde mir stinken. Würde mir halt mies stinken, wenn du einfach nur noch mit 4 Leben überlebst, trotz Handfight. Das ist halt schon scheiße dann. Ich auch sagen, das ist schon krass dann. Oh shit. Ja, mit freundlichen Grüßen, mein Lieber. Da habe ich dich nochmal getötet. Schade. Ja, die Runde werde ich glaube ich nicht mehr gewinnen, weil 2-1 ist scheiße, aber es macht trotzdem Spaß und ich hoffe, euch gefällt auch der Content so. Muss jetzt nicht immer Gewinn sein, also man gewinnt hundertprozentig, wenn man ein bisschen schlauer ist im Bad Wars. Gleich wie es ist, kann man ja auch Cedric Videos sehen, dass er gewinnt mit Eject. Das ist halt jetzt die Sache, dass ich einfach nur dumm bin und einfach nur zu dumm für Bad Wars bin. Ich habe ja nicht mal eine Spitzhacke so. Ich hoffe aber auch irgendwie, dass keiner was zugebaut hat, ich bin ehrlich. Ich muss halt defenden, das ist das Dumme. Ich habe keinen zweiten Spieler. Die können defenden und gleichzeitig noch attackieren. Das ist halt das komplett Scheiße an dem Modus für mich. Und jetzt nicht so hoch geworden, das muss ich auch noch alles abmachen. So. Kaufen uns mehr Stuff so. So, holen wir uns ein besseres Schwert. Mit MFGs. Ja, okay, ich sag's ein bisschen zu oft. Ja, keine Ahnung, es hat sich irgendwie mal Sprachgebrauch gefestigt. Ja, nice Anti-Cheat-Moment. Würde ich sagen. Wir bauen uns jetzt zu deinem schönen Bett hoch. Mit freundlichen Grüße. Mit sauren Grüßen, glaube ich, sind das jetzt. Ja, okay. Dann nicht. Ah, shit. Bin ich runtergefallen. Warum lieben die ganze Zeit und joinen die ganze Zeit Leute in den Call? Ich sollte langsam auch lieben, glaube ich. Sonst ist es echt nervig. Aber egal, das ist eh die letzte Runde. Junge. Autismus. Jeder lieft hier und joint lieft. Ich habe jetzt eine Lederjacke geholt, aus Versehen. Ja, ich schmeiß das hier einfach hin. Junge! Ich weiß halt nicht, warum der Scaffold hier jetzt nicht so funkt, wie es sollte. Kann aber sein, dass ich was Dummes gemacht habe. Dieser Modus macht halt, ist halt scheiße wegen den ganzen Schwitzern. Die dann so spielen. Das macht den Modus ein bisschen kaputt, aber naja.
sind ja immer die Cheater, ne? Die den Modus kaputt machen. Es campt er ja auch, oder wie? Scheiße. Scheiße. Ah, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, okay, wir werden die Runden verlieren. Scheiße. Ah, gut, wir springen runter. Ich habe keinen Bock mehr auf Bed Wars Classic. Das ist doch ein bisschen autistisch. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, ihr habt einen guten Ersteindruck gehabt. Wir haben zwar jetzt keine wirklich Runde gewonnen, aber das liegt halt einfach daran, dass wir 8x2 spielen und so weiter. Wir haben trotzdem schöne Runden gehabt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden nochmal mit Eject spielen und dann sicherlich gewinnen. Und dies sind dann auch bessere Modi spielen, die nicht tot sind, um andere Uhrzeiten tatsächlich. Aber naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, falls, dann lasst ein Like da, schreibt keine Ahnung was. Und wer bis hier geguckt hat, schreibt mal gerne, keine Ahnung, irgendwas. Ja, ja, tschö mit Ö.